Willkommen zu einer neuen Talkrunde und heute haben wir wieder ein super Thema und natürlich der gute Retro Joes wieder dabei. Das bin ich. Und ihr fantastischen Leute, wir haben ein wunderbares Thema heute und zwar erzählen wir beide euch unsere frühesten Kindheitserinnerungen zum Thema Videospiele. Genau, was sind die ersten Sachen, an die wir uns als Gamer erinnern können und was hat unsere Liebe für dieses Hobby überhaupt entfacht? Genau. Fang doch gerne an, Panda. Also ich weiß, komischerweise, ihr kennt es wahrscheinlich selber, so die früheste Kindheit, da hat man nur sehr bruchstückhafte Erinnerungen. Und man erinnert sich nicht an viel, aber so Videospiele, daran kann ich mich eigentlich sogar relativ gut erinnern. Und zwar weiß ich, meine erste Erinnerung war wirklich, dass ich bei dem Sohn meiner Tante war, das ist dann mein Cousin. Cousin. Ja, Verwandtschaftsgrade und sowas erkennen, bin ich voll super drauf. Panda knows best. Und der hatte C64 da. Und das war natürlich komplett neu, der hat auch Informatik studiert und so weiter. Und bei dem durften wir den spielen. Und zwar Park Patrol. Also beziehungsweise lange habe ich diesen Namen nicht gewusst, was das drin war. Ich wusste nur, dass man einen Typen gespielt hat, der Müll eingesammelt hat mit Wasser. Da habe ich auch schon mal einen Test dazu gemacht, weil ich mir einmal ein einziger C64-Test, weil ich mir mal die Kassette dazu besorgt habe. Ach, das Ding ist hier. Genau, das da unten irgendwo, genau, etwas oben, dann daneben. Ja! Hey! Voll vorbereitet und super natürlich. Auf MC. Wahnsinn. Genau, das waren damals die Zeiten. Und ich weiß nur, dass ich super fasziniert war und da wirklich dran festgesteckt bin. Ist das zu fassen? Das ist ein Videospiel. Ja, das ist krass. Das war halt damals super, super lahm. Du hast das diese C64, Diskette halt in das Kassettentape gelegt. Hat natürlich ewig geladen. Die Ladezeiten waren wirklich ganz, ganz fies. und das war mal, das hat sich so festgebrannt. Da spielst du einen Typ, der sammelt Müll ein. Mit Wasser. Und, mind blown. Eben, und das war super faszinierend für mich damals. Und da hat mich der Virus erfasst. Also es hat sich so bei mir eingebrannt, dass ich das jetzt noch im Kopf weiß. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gespielt haben oder sowas. Und ich bin ganz froh, ich hatte nämlich lange diesen Namen dieses Spiels vergessen. Und irgendwie bin ich durch Zufall bei irgendeinem Podcast, haben sie mal so erwähnt, hey, Park Patrol C64. Ja. Das war bei Games Podcast, da haben sie wie mal C64 als Thema. Und ich so, boah, das ist es. Schnell bei YouTube gegoogelt, das ist das Vorteil vom Internet und dann gefunden und gleich sofort physisch dann auch bei eBay gekauft, obwohl ich damit eigentlich nichts anfangen kann. Ja, manchmal ist das so, ne? Eben. Aber hey, also das ist meine erste Erinnerung. Aber was ist denn deine erste Erinnerung? Also meine erste Erinnerung an Videospiele, ich kann mich erinnern, dass ich ein paar von diesen LCD-Telespielen hier von Tiger Electronics hatte. Geht man, glaube ich, alle. Aber das habe ich irgendwie noch nicht so richtig als Videospiel wahrgenommen. Meine erste richtige Erfahrung mit Videospielen ist tatsächlich auf dem Atari 2600, glaube ich, gewesen. Den hat ein Bekannter von meiner Mom, der irgendwann mal für mich mitgegeben. Und wir waren damals gerade in eine neue Wohnung gezogen und ich hatte zum ersten Mal meinen eigenen Fernseher. Ich müsste so 7 oder 8 gewesen sein. Boah, geil. Also gerade so in der ersten, zweiten Klasse, zweite, dritte, ja, also um den Dreh rum, meinen ersten eigenen Fernseher. Der war übrigens sau cool, der sah aus wie ein Motorradhelm. Der war rund und ich konnte vorne so ein Visier hoch und runter machen. Voll geil. Das ist ja geil. Wir müssen mal gucken, ob man den noch irgendwo besorgen kann, weil das klingt echt geil. Den gibt es. Ich habe den auch schon ein paar Mal gefunden, aber ich habe jetzt nicht geguckt, ob man den noch zu kaufen kriegt oder so, aber Bilder davon habe ich auf jeden Fall gefunden. Okay, geil. Und die ersten Spiele, an die ich mich erinnern kann, ist, dass das erste, was ich, glaube ich, gespielt habe, hieß Tanks, also Panzer. Und das war im Prinzip nur ein Bildschirm, der oben blau war und unten so ein bisschen braun, um Erde zu repräsentieren. Und du hattest ein weißes Fadenkreuz und irgendwann kam da mal ein grüner, großer Pixel, den man abschießen konnte. Super Spiel. Und ansonsten waren da noch so die Atari-Klassiker bei. Also Miss Pac-Man war dabei, das habe ich damals gespielt. Fand ich aber irgendwie blöd, weil ich den Joystick, den fand ich halt scheiße vom Atari. Pitfall konnte ich auch überhaupt nicht. Da bin ich, glaube ich, keine zwei Bildschirme weit gekommen. Und noch irgendein Spiel, es war nicht Burger Time, aber sowas ähnliches. Da hatte man auch irgendwie die Möglichkeit, Burger irgendwie selber zusammenzubauen. Woran ich mich aber sehr gut erinnern kann, ist der Sound vom Atari. Ja, das ist ja ganz relativ markant, ja. Und den habe ich auch Jahre später immer noch so ein bisschen in den Ohren gehabt. Und den finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Ich würde jetzt nicht losziehen und mir nochmal irgendwie einen Atari zum Spielen holen, weil die Spiele sind scheiße. Schlecht gealtert, würde ich sagen. Furchtbar schlecht gealtert. Aber diese Soundkulisse von den Games, diese Distinct-Sound, den der Atari einfach macht,
der ist für mich irgendwie so eine meiner ganz, ganz frühen Kindheitserinnerungen. Das glaube ich. Ja, und was ich sonst noch in Erinnerung habe, ist, ich bin mit meinen Eltern damals immer im Sommer in Urlaub geflogen. Kanaren waren immer dabei oder Mallorca und so weiter. Und da kam ich auch das erste Mal mit Arcades in Berührung, weil riesen Ferienanlagen, die hatten meistens auch so 2-3 Spielautomaten irgendwo. Und das gehört dann einfach zu meinen Ritus, jeden Abend zu meinen Eltern zu dackeln, hast du mal ein paar Peseten? Wo du es gerade sagst. Und dann zum Automaten hin, meine Eltern waren natürlich froh, dass sie mich los sind, und mein Bruder. Und dann haben wirklich stundenlang Automaten gespielt und da habe ich auch wirklich einige Klassiker gespielt, wie zum Beispiel Jekyll gab es damals oder auch so die Street Fighter Spiele, die früher. Nein. Die habe ich damals, also ich habe natürlich nicht so bewusst, dass das jetzt Boah ist, aber solche Spiele habe ich damals wirklich gespielt. Das war richtig, richtig geil auf jeden Fall. Ich beneide dich um diese Erfahrung. Ja. Also ich war auch im Urlaub mal in so einer Arcade in Dänemark, da war ich allerdings schon 14 oder 15. Aber jetzt, wo du das gerade sagst mit den Automaten, fällt mir sogar noch eine noch ältere Erinnerung ein. Nämlich meine Großeltern hatten früher ein Ferienhaus in der Eifel. Und ich bin da, seit ich laufen kann, immer mit denen über die Wochenenden hingefahren. Und in Bad Münstereifel, was der nächste größere Ort ist, gibt es ein Hallenbad mit Rutsche und Wellen und keine Ahnung. Ich glaube, da war ich sogar schon mal. Und die haben im Eingangsbereich auch so ein Bistro. Da steht ein Hang-On-Automat. Und auf dem habe ich gesessen, da war ich, glaube ich, 4 oder 5 Jahre alt. Jetzt, wo du sagst, ich glaube, ich habe nie Geld gekriegt, um das Ding zu starten. Aber ich habe immer auf dem Motorrad gesessen und hier gemacht. Und auf dem Bildschirm ist ja trotzdem was passiert. Ich hatte natürlich keine Ahnung, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und ich musste mich auch echt so an die Seite dranhängen von dem Ding, weil ich war überhaupt nicht schwer genug, um mit den erstens nicht groß genug, um mit den Füßen auf den Boden zu kommen, um das dann so zu steuern. Aber das fand ich super. Ja. Das fand ich super. Also Arcade gab es wirklich echt feine Sachen. Also leider diese späteren Arcade-Spiele habe ich nicht so mitbekommen. Ja. Aber diese ganz frühen wirklich Peseten reinwerfen, spielen und so weiter. Das war ja auch echt eine super Erinnerung, muss ich sagen. Finde ich ein bisschen schade, dass das, als ich groß geworden bin, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland überhaupt jemals so eine große Sache war mit diesen Arcade-Spielhallen. Ich glaube fast nicht. Also ich kenne aus meiner Kindheit zumindest in dem Ort, wo ich jetzt aufgewachsen bin, das war jetzt kein richtig kleiner Ort, aber auch nicht groß, also so, ne, so 10.000, 20.000 Einwohner hat der damals locker gehabt, da gab es keine Arcade. Also zumindest nicht die, wo ich jetzt als Kind gewusst hätte, dass es da was gab. Also ich bin ja in Mönchengladbach aufgewachsen und da gab es zwar Spielhallen, da durfte ich als Kind, Jugendlicher natürlich nicht rein. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob man da von außen überhaupt sehen konnte, was die da drin stehen. Aber ich glaube, das waren alles eher so einarmiger Banditen. Ja, die waren auch mal so ein bisschen verrufen und ab 18, ne, so ein bisschen schmieriger Ruf so und so weiter. Leute rein und raus gegangen und so. Also ich kenne das mit diese Arcade-Kultur, kenne ich auch hauptsächlich aus amerikanischen YouTube-Kanälen. Hier Johnny Millennium, der Happy Console Gamer, der erzählt ganz oft von seiner Arcade-Vergangenheit, wie er das damals erlebt hat. Und ich finde, das hat so eine gewisse Romantik, wenn man das so hört. Ja, auf jeden Ich kann Fall. Das leider selber nicht nachvollziehen. Wie gesagt, ich war 14, 15, da hat mein Onkel mich mal mitgenommen in Urlaub nach Dänemark, in so ein Ferienresort. Und die hatten da auch halt, um die Kids zu beschäftigen, da Arcade-Automaten stehen. Da habe ich Time Crisis zum ersten Mal gespielt. Es ist ein Lightgun-Shooter. Mhm. Und ich war ultra geflasht damals. Weil die Knarre, die da dran war, die hatte einen Schlitten, der bei jedem Schuss zurückgefahren ist. Das ist ja geil. Das fand ich richtig cool. Und noch beeindruckender war, also ich war 14, 15, mein Cousin ist 6 Jahre jünger als ich, der war also so 9, 10 Jahre alt ungefähr. Und da war noch so ein kleiner Stöpsel, der war vielleicht 6. Der hatte ein Quarter reingeschmissen, hat das Ding durchgespielt. Ich habe daneben gestanden und zugeguckt. Und wir hatten nur ein bisschen Kleingeld. Ich habe dann eine Münze da reingeschmissen. Hab nicht gecheckt, wie man nachlädt und bin direkt gestorben. Der hat das wahrscheinlich zum ersten Mal gespielt. Ja, der hat das ganz bestimmt, muss ein Naturtalent gewesen sein. Ich kann mich erinnern, dass sie da auch noch einen Virtual Fighter Automaten hatten. Allerdings fand ich als Kind dieses System mit Stick hier und hier große Buttons. Ich war halt ein Super Nintendo gewöhnt, das war für mich irgendwie verständlich. Fand ich bescheuert. Andere Erinnerungen, die ich halt habe, ist, dass ich bin als Kind relativ häufig umgezogen. Also meine Mom, immer wenn die einen neuen Job gekriegt hat, sind wir näher an ihre neue Arbeitsstelle gezogen, was ja irgendwie logisch ist. Und das war auch alles so im Großraum Mönchengladbach und umliegend. Aber als Kind, damals ohne Handy, ohne Internet, wenn du aus deiner ursprünglichen Hood weggezogen bist, hattest du plötzlich keine Freunde mehr. Ja. Wenn du nicht mit den Leuten trotzdem zur Schule gegangen bist, dann war dein Freundeskreis halt weg. Und ich weiß, dass Videospiele für mich damals ein sehr, sehr wichtiger Faktor waren, weil das eine der Konstanten in meinem Leben war. Also wir sind alle 2-3 Jahre umgezogen. Ich habe häufig die Schule gewechselt und
Videospiele sind immer das gewesen, was mit mir umgezogen ist. Und Videospiele haben oft dabei geholfen, dann auch recht schnell neue Leute kennenzulernen. Klar. Weil wenn du dann nämlich irgendwie mit dem Club Nintendo Heft oder so in der Klasse gesessen hast, kam mindestens einer und sagt, ey, hast du das neue Mario, keine Ahnung, hast schon gesehen? Und zack, ist man ins Gespräch gekommen, hat Spiele untereinander getauscht und so auch relativ schnell neue Freunde gefunden. Angefangen hat das bei mir damals dann nach dieser Atari-Geschichte, war meine nächste Konsole der Game Boy. Und da habe ich meine Mom sogar letztens noch gefragt, weil ich kann mich erinnern, ich war der Erste, der einen Gameboy hatte. Echt? Und ich, geil. Bei mir in der Klasse. Und ich war noch nie oder auch danach selten der Erste, der irgendwas hatte, weil meine Mom halt alleinerziehend, mein Vater kenne ich nicht, nie viel Geld da gewesen und so weiter. Ist nicht immer ganz einfach. Und ich habe damals als allererster den Gameboy gehabt und ich habe meine Mom vor ein paar Wochen noch gefragt, warum hast du mir den eigentlich damals gekauft? Ich hatte nicht Geburtstag, keine Ahnung, es war mitten im Jahr. Okay. Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendein Special Occasion gewesen ist. Und sie hat einfach nur gesagt, ich wollte, dass du mal von irgendwas der Erste bist. Oh, das ist aber süß. Das hat mich fast zu einem Tränchen gerührt. Ich hatte damals den Gameboy mit Tetris. Und als Tetris dann so zwei Wochen lang bis zur Ekstase gespielt wurde, sind wir mit dem Fahrrad nach Krefeld, also ich habe damals in Willich gewohnt, wir sind dann mit dem Fahrrad nach Krefeld, das, lass mich nicht lügen, vielleicht 30 Kilometer oder so, also ein richtiger Tagesausflug. Da war man noch schmerzbefreit als Kind. Richtig, ja, hier, Mountainbike mit, nee, BMX-Rad mit einem Gang. BMX sogar, wow. Ja, mit einem fucking Gang sind wir dann 25, 30 Kilometer nach Krefeld geradelt zum Karstadt und ich durfte mir zwei neue Spiele aussuchen. Boah, geil. Aber ich durfte nicht die Spiele aussuchen, weil meine Mutter meinte, ich hätte ja keine Ahnung und, sollte, und hat dann die 60-jährige Verkäuferin gefragt, was sie denn empfehlen würde, die garantiert ultra der Videospiel-Crack gewesen ist. Und ich habe dann nicht Super Mario Land und Turtles gekriegt, wie ich es haben wollte, sondern ich habe Alleyway und Solar Striker gekriegt. Rückwirkend betrachtet keine schlechten Spiele. Wollte gerade sagen, zumindest Solar Striker, Alleyway ist auch beides solide. Aber wenn du jetzt die Wahl... Stell dir vor, du bist 7 Jahre alt und du kannst entweder Super Mario Land und Teenage Mutant Ninja Turtles haben oder Alleyway und Solar Striker, von denen du beide noch nie gehört hast. Ich glaube, da hattest du mehr Ahnung auf jeden Fall. Ich wusste zumindest, was ich haben wollte. Ich meine, ich habe die anderen beiden Spiele dann trotzdem irgendwann noch gekriegt. Aber in dem Moment war ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Ich fand Solar Striker dann aber instant richtig ist geil. Ist geil, ist geil. Die Musik vor allen Dingen. Oh, ja, ehrlich. Episch. Und hast du ja ganz oft in deinen Videos im Hintergrund laufen. Ist jedes Mal für mich wieder so ein leicht warmes Gefühl, was mir so den Bauch runterläuft. Ziel erreicht. Und, ja, absolut. Und ich hatte halt auch noch nie einen Shooter gespielt. Das war der erste Shooter, den ich je gespielt habe. Ja. Und jetzt mal abgesehen von Panzer auf dem Atari. Ja gut, Atari. Es ist ja quasi dasselbe. Im Prinzip, nur mit besserer Grafik. Panzer und, natürlich, bessere Grafik. Ja. Und Alleyway fand ich dann irgendwann auch ziemlich cool, auch wenn ich da anfangs überhaupt nicht verstanden habe, worum es da geht. Ja. Und ja, das ist so die zweite ganz weit zurückliegende Erinnerung, die ich an Videospiele habe. Und dann war ich mal kurze Zeit auf dem Schulhof tatsächlich irgendwie so der King, um den sich alle versammelt haben, weil ich natürlich mein Prachtstück, mein Gameboy, meinen wichtigsten Besitz jeden Tag mit hatte. Und du hast letztens in unserer WhatsApp-Gruppe noch gesagt, du willst diese Bauchtasche unbedingt haben. Die hatte ich natürlich. Ich auch. Und ich hatte meinen Gameboy, die hatte ich auch jeden Tag an. Mit sowas würde man heute auf keinen Fall mehr auf die Straße gehen, es sei denn, man hat so Frankfurter Schick oder so. Das ist bestimmt wieder innen. Die hat so schönen aber Neon, dann mit so mit Schnellficker Adidas Hosen mit den Knöpfen an der Seite. Ich würde sagen, wir haben unser Outfit für die nächste Börse, oder? Nein, so gehe ich auf keinen Fall aus dem Haus. Und ja, den hatte ich natürlich. Und ein paar Wochen hat es gehalten, bis dann alle anderen auch irgendwie einen Gameboy hatten. Dann war ich wieder nicht mehr der Coole. Aber hey, immerhin hatte ich mal 5 Minuten Ruhm an der Schule. Ist auch mal nett. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also mit dem Gameboy war ich definitiv nicht der Erste. Ich habe das zu Weihnachten damals, glaube ich, bekommen. Natürlich mit Tetris. Und Super Mario Land war bei mir sogar dabei, das weiß ich noch. Oh. Sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Wollen noch eine Erinnerung teilen? Nur eine dritte. Also meine noch, die etwas weiter geht, ist glaube ich wirklich, mein Bruder hatte sich das NES zu Weihnachten gewünscht. Und das habe ich ja nur so am Rande mitgekriegt. Ich weiß doch, also, es war nicht meine Konsole, es war die meines Bruders. Okay, ich habe natürlich relativ zügig mehr gespielt dran als er, weil der war immer nicht ganz so videospielbegeistert wie ich. Der ist drei Jahre älter ist der. Aber irgendwie hat da dieser Funke bei ihm nie so übergesprungen wie bei mir. Und ich weiß, wie wir was angeschlossen haben und ich glaube, das hat man sogar noch vor dem Gameboy gehabt. Und dann, und das ist quasi die erste Spielekonsole, die man zu Hause hatte. Wir hatten natürlich leider keine eigenen Fernseher bei uns im Kinderzimmer, aber deswegen war der Zugang limitiert. Konsole halt, haben, aber keinen Fernseher, scheiße. Ja, da hat immer Samstag und Sonntag immer ganz früh aufgestanden, damit man dann Ruhe am Fernseher spielen konnte, ne, bevor die Eltern wach wurden und so weiter. Nein, schlaf ruhig, bleib liegen. Naja, ist kein Problem. Nee, Frühstück brauche ich nicht. Schlaft ruhig, das habt ihr euch verdient. Ihr könnt ruhig bis 11 im Bett bleiben oder so. Hab ich nichts gegen. Und dann
Ich weiß heute, sie war wirklich ewig, haben wir mal leider Sportspiele gespielt. Und was heißt denn leider? Also, im Multiplayer macht das ja schon Bock. Ja, Track and Field 2, ne, wo man natürlich die ganzen Knöpfe, wenn beide Mann mal geschaut hat. Oder natürlich auch so super Erinnerungen wie Nintendo World Cup. Geil. Super Spiel, bis heute immer noch mein liebstes Fußballspiel, Videospiel ever. Hat einen ganz großen Klassiker, aber natürlich auch sowas wie Super Mario Bros. Ja. Das war einfach so, dass das damals zu Hause möglich war. Das weiß ich noch, wie ich fasziniert war. Und das hat mich wirklich dann nachhaltig dann auch wirklich diese Spieleszene reingesogen, sage ich mal. Aber genau das, was du gerade sagst, dass sowas dann zu Hause Möglichkeit war, das ist das, was ich bei den Videos vom Happy Console Gamer immer so schön finde, wenn er dann seine Begeisterung teilen kann, gerade im Mega Drive Sektor, wenn er dann sagt, und dann habe ich das zu Hause gehabt, was früher nur in der Spielhalle da war. Eben. Und es sah fast genauso gut aus jetzt in Bezug auf Golden Axe oder sowas. Und die Begeisterung, die da einfach rüberkommt, das ist das irgendwie ganz tief hier drin. Und vor allen Dingen als Kind, da merkst du ja diese Unterschiede gar nicht. Ich hatte vorher, als Kind hatte ich ja in diesen Spielehallen ja diese Spiele gespielt, aber zu Hause im Kopf sah das ist alles gleich geil. Exakt 1:1 quasi. Ja. Also das war schon echt krass. Super, also wie, und dann natürlich später der Gameboy und später dann der Computer, der mich dann so ein bisschen die Faszination gepackt hat. Hey, du musst die Sachen gar nicht kaufen, du kannst ja die kopieren. Das war sehr aufschlaggebend für mich damals. Ja, gut. PC habe ich erst relativ spät gehabt, da war ich auch schon so 15, 16. Meine ersten Spiele auf dem PC waren, habe ich eben schon gesagt, Age of Empires 2, Diablo 1 und Half-Life. Mein Rechner super hat 4 GB Festplattenspeicher und wenn ich Diablo spielen wollte, musste ich die anderen 2 deinstallieren, weil die Festplatte zu klein war. Diablo war groß da. Das waren noch Zeiten, ne? Obwohl, das hat man heutzutage teilweise wieder, wenn ich mir mal so sehe, so neue Spiele teilweise, die haben 150 GB, muss ich erstmal runterladen. Hier ist, glaube ich, das neue Call of Duty, habe ich gelesen. Oder auch hier ist der neue Flight Simulator, der von Microsoft kommt, der mit diesen Echtdaten. Ey, das ist heftig, hast du schon gesehen? Uiuiui. Ja, aber das ist nicht so. Man meint es auch nicht, aber es sieht halt geil aus. Aber wir schweifen wieder ab. Ja. Hast du denn noch eine Erinnerung, die du teilen willst? Ja, eine halb Erinnerung und halb eine Feststellung. Und zwar stelle ich gerade fest, dass ich bei ganz vielen Spielen zwar weiß, dass ich die als Kind hatte, aber nicht den leisesten Schimmer mehr hatte, wie ich da dran gekommen bin. Geht dir das auch so? 1:1. Irgendwie war so plötzlich mal da. Ja, aber man hat natürlich auch den fleißig mit seinen Schulkumpanen getauscht und so weiter. Ne? Ja. Ich bin mir bei vielen Sachen auch gar nicht sicher, ob ich die nur ausgeliehen hatte oder ob ich sie wirklich besessen habe. Man hatte nur so ganz dunkle Erinnerungen. Quirk zum Beispiel, dieses kleine Puzzlespiel mit der Tomate, mit dem Mohawk. Super geil, habe ich als Kind total gerne gespielt. Ich weiß nicht, ob das meins war oder ob ich das ausgeliehen hatte. Also ich hatte das wirklich, dass ich das damals hatte, aber wo du Quirk sagst, warum hatte das eigentlich jeder? Bei diesem Cover und eigentlich bei diesem Spiel, das hatte jeder gefühlt. Ja, ich glaube, das hat auch was ganz anderes suggeriert. Ich meine, der Typ, also diese Tomate mit der Sonnenbrille und dem Mohawk, sah schon extrem Mohawk, cool super, aus. Aber dass das dann hinterher, vor allem auf dem Bildschirm, warst du ja dann nur ein Punkt. Ja. Quasi. Aber ich fand es trotzdem geil damals. Eben. Und so geht mir das bei ganz vielen Spielen. Also ich weiß, oder ich glaube zumindest zu wissen, dass ich Super Mario Land und Turtles dann in dem Jahr zu Weihnachten gekriegt habe. Schön. Also um die Geschichte von Finn dann weiter zu erzählen. Ich habe im Dezember Geburtstag, das heißt, es liegt nie viel Zeit zwischen, ich habe da was geschenkt gekriegt und ich habe da was geschenkt gekriegt. Und Dezember Geburtstagskinder wissen, man kriegt auch ganz oft was zu Weihnachten und Geburtstag zusammen. Das ist zum Kotzen. Heute Gott sei Dank nicht mehr so. Und den Großteil meiner Spiele müsste ich eigentlich zum Geburtstag und zu Weihnachten, also immer so im Winter gekriegt haben. Ich kann mich aber trotzdem erinnern, immer irgendwie neue Games gehabt zu haben. Sowohl für den Gameboy. Ich habe die aber nie alle behalten. Also ich habe wirklich viel getauscht. Meine Mutter hat das nicht interessiert. Hier, das sind deine Spiele, kannst du machen, was du willst. Das war die Gesamtzahl ungefähr gleich. Genau, ich habe viel mit Freunden getauscht, aber ich hatte nie mehr als so 10, 12, 15 Spiele maximal. Ich auch nicht, wenn überhaupt, Für Super Nintendo das Gleiche, die habe ich auch ganz... Irgendwann waren ja diese An- und Verkaufläden dann irgendwie ein Ding. Und als ich so 10, 12 gewesen bin, so kurz bevor die PlayStation 1 kam, ich mit meinem besten Kumpel Basti damals halt auch immer, ja scheiße, ey, jetzt ist das und das neue Spiel rausgekommen, wir wollen das unbedingt zocken, was hast du denn, was da abgeben kannst? Und dann haben wir immer zusammen durchgeht, du hast ja nicht viel dafür gekriegt im An- und Verkauf. Ja. Dann bist du da irgendwie mit 6, 7 Games hin, da kriege ich heute... Wollte sagen, heulen, wenn ich dann hätte so eine Zeitmaschine, würdest du sofort, nein! Ich würde mein 12-jähriges nicht ohrfeigen, bis der nicht mehr geradeaus geht. Geht mir genauso. Von damals an Flohmarkten, das dann verkauft hat, den ganzen Kram. Nee. Und dann hast du 3 oder 4 Spiele und dein bester Kumpel auch noch 3 oder 4 Spiele abgegeben, damit man sich zusammen ein neues kaufen kann. Und dann ging die Streiterei los. Nein, ich krieg das die erste Woche. Nein, ich krieg das die erste Woche. So, nein, ich habe ein Spiel mehr abgegeben. Das ist mir egal. Ja, und so lief das dann halt damals. Ja.
Und das ist auch so eine der Erinnerungen, die ich ans Gaming habe. Also ich weiß nur von ganz, ganz wenigen Spielen, wie und warum ich die gekriegt habe. Mein Super Nintendo zum Beispiel, bin ich mir relativ sicher, das hatte ich auch mit als einer der ersten, aber nicht gleich zum Launch, sondern in dem Jahr zu Weihnachten. Ich glaube, es kam im August oder September raus. Genau, es kam 92 ja irgendwann raus und dann kam es ja auch gleich. Ja, ich bin, was diese Daten angeht, echt nicht gut. Das kann ich mir gar nicht gut merken, aber das kam irgendwann so zum Ende des Jahres raus. Ich habe es zu Weihnachten bekommen. Also ich habe das Paket gekriegt mit Super Mario World und ich habe dazu gekriegt Street Fighter, Zelda und ich glaube Turtles, wenn das mit im Launch-Line-Up drin war. Ansonsten habe ich das nicht allzu spät danach gekriegt. Also es ist auf jeden Fall auch in dem Jahr auch erschienen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Kann ich nicht mehr genau beschwören, aber hat nicht lange gedauert, bis ich Turtles in Time hatte. Mein Launch-Line-Up waren auf jeden Fall Zelda, Mario und Street Fighter. Gleich super Combo, würde ich sagen. Unfassbar, das ist gut, Da hast du von allem was dabei. Du hast das beste Jump'n'Run aller Zeiten mit Super Mario World. Du hast das beste 2D-Action-Adventure aller Zeiten. Ist das aber noch nicht, Mit Legend of Zelda, Link to the Past. Und, ich weiß, da scheiden sich die Geister. Ich finde die Version finde ich auch unfassbar geil. Ja. Die Gameboy-Version habe ich als Kind nicht gespielt, die hatte ich nicht. Und natürlich der King of Prügelspiele, Street Fighter 2. Das war mein Super Nintendo Launch-Lineup. Und da war es bei mir dann endgültig vorbei, das Super Nintendo. Und da weiß ich noch ganz genau, wo ich das erste Bild vom Super Nintendo gesehen habe, saß ich beim Arzt. Und in der Zeitschrift, die meine Mutter durchgeblättert hat, war eine Seite Werbung von Nintendo. Ach, guck an. Und da war ein Bild von Super Mario World, wo er auf Yoshi saß. Und ich habe, Mama, das muss ich haben. Und ich habe es gekriegt. Sehr gut. Ja, ab dem Zeitpunkt hier, Super Nintendo, kannst du mir direkt an die Vene anschließen. Und nie wieder aufgehört. Nee, nie wieder aufgehört. Ja. Das war, von da an war das meine Religion. Also Videospiele als solche, ich habe nie das Mega Drive irgendwie verflucht oder so, sondern mein bester Freund hatte eins und wir haben immer untereinander, dann habe ich mal eine Woche sein Mega Drive mitgenommen, um irgendwas zu zocken, er hat mein Super Nintendo gekriegt, das hat man dann einfach untereinander getauscht. Ja. Während andere Leute auf dem Schulhof bittere Diskussionen geführt haben, nein, Sega ist besser, nein, Nintendo ist besser, komm her, ich verhau dich. Völliger Bullshit, Leute. Ja, also, zockt einfach, was geil ist. Ja, eben, bei mir gab es das, glaube ich, aber auch nicht, dieses Sega gegen Nintendo, zumindest hatte ich persönlich nie sowas. Ich kannte halt so gut wie keine, die einen Sega hatten, aber es war nicht so, dass jetzt irgendwie so eine Feindschaft da war. Ja, aber teilweise gab es da schon Leute, die waren da echt fanatisch bei uns. Also, ich meine, Videospiel ist cool, egal auf welchem System, solange das Spiel gut ist. Ja. Ich fand es sogar mega interessant, dass es auf dem Mega Drive Spiele gab, die es auf dem Super Nintendo auch gab, aber die waren anders, wie Aladdin oder Probotector oder auch das Turtles Game. Ist ähnlich, aber trotzdem. Ja, trotzdem. Da ist der Rübser, der ist extra für dich, Maren. Stimmt, wir vergessen die Rübser einzubauen. So, jetzt reicht's. Jetzt haben wir uns Faden verloren. Aus dem Faden gerülpst. Egal. Dann würde ich sagen. Ja, wir sind echt schon durch, Leute. Das ist das dritte Video, was wir jetzt aufnehmen. Ich habe fast keine Stimme mehr. Mal gucken, was für Abständen ich das jetzt hier veröffentliche, damit ihr nicht zu sehr zugeschwemmt werdet. Ja, denken die Leute, Alter, die ziehen sich ja nie um. Was für Schweine. Ihr Ferkel. Wir haben ja nur einen Pullover, da reicht. Ja, hör mal. So viel Geld, was für Videospiele drauf geht, da ist ein Hemd, ist da schon Luxus. Eben. Ne? Zu Hause laufe ich immer, lassen wir das lieber. Aber was sind eure Erfahrungen? Ja. Also als cooler YouTuber muss man natürlich immer nach Kommentaren auffordern. Ja. Call to Action. Was sind eure frühesten Videospielerfahrungen? Hey, ihr könnt auch gerne Antwortvideos dazu machen, die an den Panda schicken und der fasst die dann zusammen und zeigt die ihm. Das wäre natürlich super. Was hältst du von dieser spontanen Idee? Boah. Ja, super Idee. Das haben wir vorher nicht abgesprochen. Community Action. Falls ihr Bock habt, macht's, meldet euch. Ja. Dann können wir auch draus bauen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und ansonsten, das wird ein Special Event. Geht beim Joe vorbei, abonnieren, wenn ihr noch nicht gemacht habt. Immer fleißig auf den Abo-Button drücken. Also jetzt nicht zweimal, weil dann habt ihr wieder deabonniert. Einmal drücken reicht. Einmal reicht, dass da steht abonniert und so ein Haken. Ja, genau. Ich stelle übrigens die ganze Zeit fest, dass ich nie in die Kamera gucke, sondern immer auf den Bildschirm. Jetzt müssen wir alles neu aufnehmen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.